So, jetzt gehen wir aber zurück auf die Scarlitzer Waffe. Oh, du Hurensohn. Du Stück Scheiße. Genug, ich ergebe mich. Hörst du, das war's. Gib mir deine Münzen und du bist frei. Ja. Wie du willst. Das war mein Bogen, Bitch. Oha, wir haben den voll ins Gesicht gestochen. Also irgendwie. Alter, wir haben die so lang gemacht, ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir können doch auch einfach die geklauten Klamotten hier liegen lassen jetzt. Weil macht ja. Wir hatten hier doch noch irgendwo diesen Räuberhäuptling. Sieht man den auf der Karte? Nee, sieht man nicht. Also so weit sind wir gar nicht gegangen. Ich den jetzt nicht mehr finde, ne? So, Gefecht, Gefecht, Gefecht. Wir sind quasi, haben uns über die Straße geprügelt. Den Hügel. Da liegt er noch. Das ist so geil. Das ist so geil. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Also, wie sieht das von dem Waffenset aus? Das hier ist. Du bist ein Flakon. Ein Jagdschwert. Ursprünglich die Jagdwaffe eines Jägers. Dich lassen wir schon mal komplett liegen. So. Die Waffe würde ich tatsächlich mitnehmen. Im Gegensatz zum Kurzschwert hat diese Waffe jedoch nur ein Gescheide und ist zum Stechen ungeeignet. Scheiße, ja dann. Ja dann. Ist mein Schwert? Da, da ist Scherbe. Dann will ich Scherbe nehmen. Weil Stechen ist so fucking King, ne? Stechen ist so King gewesen eben. So, wir brauchen hier die. Oh, Kettenhemd. Minus 2, minus 2. Was war denn noch unsere normale Oberbekleidung? Also ein Lederwams, gewöhnliches kurzes Kettenhemd. Kettenhaube. Ist die denn ein Plus? Verteidigung minus 2, minus 2, minus 1. Nackenschutz. Ach, ist das wegen dem Zustand? Ja, den Nackenschutz, den hier können wir auch fallen lassen. Preis ja nicht das Beste. Ach, der hat Auffälligkeit, Geräusche. Erhöht, okay. Schuppenhaube. Na, ja, das Ding ist auch Minus. Vernietete Handschuhe. Die Dinger behalten wir. Kriegswams. Also wir brauchen entweder ein neues Level. Warte, du spurtest. Spaß, 20% spurtest, 20% Ausdauer, aber mehr Ausdauer. Weniger Ausdauer.
Du Sport ist 20% langsamer, voraus dafür. Ja, erstmal machen wir das Blutungsding hier. So, also. Wir müssen irgendwie Sack viel Gewicht verlieren. Ne? Wie viel müssen wir noch verlieren? 40. So, was hat denn 40 Gewicht? Hier ist was mit 21. Das Kurzhemd. Dass das schlechter ist, ne? Dass das schlechter ist. Verteidigung. Was? Wo ist denn dieses? Was haben wir denn dafür jetzt ausgezogen? Ach, wir haben dafür gar nichts ausgezogen, oder was? Geräusche 85, ja, glaube ich. Ach, Kettenhaube statt Kopfschutz ist besser. Statt der Nackenschutz, der ist schlechter. So. Und das hier ist. Okay. Ja, von den Hauben haben wir jetzt eigentlich genug. Die ist 55, meine ist 100, von daher bleibt sie hier. So einfach ist das. Nackenschutz, davon haben wir, glaube ich, auch mehrere. Die vernieteten Handschuhe, Armrüstung. So. Nackenschutz, der kann hier liegen bleiben. Die können auch hier liegen bleiben. Verzierte Stiefel, die nehme ich mit. Verzierter Kriegswams, die nehme ich auch mit. Gepolsterte Beinlinge. Beinrüstung, Sichtbarkeit, Charisma. Das wird angezogen. Jagdhandschuhe. Ah, die wiegen nur 0,5. Aber was habe ich. Ach. Oh, davon habe ich ja noch 9 dabei. Stimmt. Trinkwasser, Wein, Brandwein, wegsippeln. Trinkt halt auch ein bisschen was, aber. So, sonstiges. Wir müssen noch 19, gut 19 Kilo an Gewicht verlieren. Silberkelch, Spinnennetze können wir eigentlich komplett hier lassen. Schwarze Federn können mit, rote Federn können auch mit. Haben wir da Groschen, haben wir jetzt schon 145. Das würde ich halt. Dich lassen wir hier. Wir müssen nur noch 10,7 Kilo auf Gewicht verlieren. Verzierte Reiterstiefel 10. Irgendwas mit 10. Scarlet Schild. Das sind 3,4. Ja, das sind Langstreckenpfeile, sind das. Ach, die haben insgesamt 0,1 Gewicht. Ach, die haben. Lol. Ja, die haben insgesamt 0,1 gewogen. Ja, okay, gut. Ich dachte schon pro Stück, das wird sich nämlich läppern. Jagdhandschutz. Reiterstiefel, Kriegswams ist 9. Dann holen wir den kompletten Brandwein weg. Du bist 0,1, das bringt nichts. Ich hau nur weg.
Dich hauen wir weg. Dann haben wir 107. Ist das auch nicht so richtig? So, 3. Müssen noch 3,4 verlieren. Ach nee. Müssen wir wohl. Was können wir denn jetzt noch wegschallern? Schaufel wegschallern? Nee. Ich kann mich so schlecht trennen, das ist so eine Scheiße. Ja, das werden jetzt schon sowieso 2 Stunden, 2 Folgen, also von daher können wir das jetzt auch noch durchziehen. Ja, dann werden wir das Schwert schmeißen wir weg. Jetzt können wir schnell reisen. So, warten wir mal. So. Und jetzt wird gehandelt. Fackel brauchen wir ja gar nicht. Das ist der Händler. Der ist hier. Guten Tag. Ah, Handel. Handeln? Wenn du Geld hast. Klar. Was verkaufst du denn? Ritterschnaps. Davon 4 Stück. So. Jetzt werde ich dir richtig dick was verscheckerlachen. So, Langstreckenpferde brauche ich nicht. Schwarze Beinlinge, ja. Ja. Schwarzer Carbon. Ja, du zahlst 96. So. Zack. Zack, zack. Zack, du erhältst 151. Nee, das geht nicht. So, die verzierten Reiterstiefel behalte ich. Du erhältst 7. Warenkorb überprüfen. Ja. Fälschen wir Lass mal. Uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? So. In Ordnung. Oh, was? Der hat mir sein ganzes verkacktes Geld gegeben. Ja gut, ich bin zufrieden. Okay, jetzt haben wir sonstiges 170 Tappen. Das ist gut. Nicht so gut, aber gut. So. Brauchen wir jetzt noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas extra dabei? Also wir haben jetzt noch die verzierten Stiefel. Retterschnaps haben wir jetzt auch sackviel. Ringelblumenaufguss. Die Auswirkungen des Katers hebt die Lazarus Elixiers auf. Okay, gut. Was können wir denn noch verticken? Also die Hahnfeder auf jeden Fall. Die Eier, ja. Schwarze Feder auch.
Platzierter Kriegswams. Ja, da müssen wir. Dafür müssen wir definitiv nach hier hin. Mach mal Schnellreise. Bitte, bitte, lieber Gott, lass nichts passieren auf dem Weg, sonst wir haben nicht genug Platz dafür. Also irgendwann werden wir den ganzen Scheiß aufklären, aber das dauert noch. Oh. 89% Erfolg. Geil. So. Wir müssen die Folgen jetzt aber auch gleich beenden, ne? Ach, der braucht was zum Fudern. Zwischen die Kauleisten, Leute. So. Ach, Mann. Also, nächste Folge kümmern wir uns wieder um die Mission. Wir sind jetzt auf eine ziemliche Reise gegangen. Erste Folge, also dass wir ziemlich viel Shit eingebüßt haben. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei der Herr. Lass uns handeln. Altes Schwert. Bürgerschwert. Edles Jagdschwert. Gibt's irgendwas, was quasi richtig. Händlerschwert. Das hat richtig gute Stats. 1,5k hat der Rüstungs. Ich werd, mein lieber Freund, ich werde nur noch Waffen mitnehmen. So, und du gibst mir jetzt hoffentlich was zu futtern. Gott sei mit dir. Mit dir auch. Also, lass uns handeln. Und Brot, so 4 Stück. Ach so, ich bin. LOL. Das konnte ich hier verticken. Ja dann, Warenkorb ansehen. Falschen. Lass uns über den Preis sprechen. Ja? So, mein Lieber. Was sagst du dazu? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Weil du es bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Nee, oder? Na gut, einverstanden. Boah, puh, ey. So, und jetzt was futtern. Futtern wie bei Mutter. Zack, zack, zack. So, Stats sind verfüllt. Zack, zack. So, wir gehen jetzt noch eben zum Rüstungsschmied und dann war es das auch für diese Folge. Meine Güte, wir haben diese Folge so viel Shit gemacht, ne? Kampfplatz, ja. Schmied. Wo ist denn der Rüstungsschmied? War der nicht auch da vorne? Oh, der war da vorne. Natürlich war der da vorne. Unten beim Vogt im Haus. Ja, jetzt erinnere ich mich. Kacke. Ja, das machen wir eben noch. Hört her, ihr Leute. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Hier ist der Schneider. Guten Tag. Der Schneider. Kann ich helfen? Guten Tag. Ja, lass uns handeln.
verkaufen. Ich hatte hier nämlich noch verzierte Edelstiefel. Sonst würde er nichts haben. Falschen. Reden wir über den Preis. Warum nicht? Einverstanden? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Ja, dann lass uns das. Mit der Summe kann ich leben. Ja. Nice. Okay, jetzt haben wir unsere Sachen an einen Mann gekriegt und wir haben fast 400. Das reicht nicht, um dieses Händlerschwert zu kaufen. Gemüse, Obst, Äpfel, wahrscheinlich nicht. Nee. Händlerschwert. Ja, 548, vergiss es. So. Ah, Manusch. Herr Hans. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Diese Folge war sehr viel los. Bis dahin. Ciao, ciao.